gut, unser Daniel Plate, ich möchte noch jemanden ehren, sozusagen. Die Zeit muss auch sagen. Ja, komm her. Danke, Günther. Ja, wir sind jetzt wieder am Saisonende und wir haben noch keine großen Abschiede heute. Und deshalb haben wir gesagt, wollen wir zwei Menschen, die dieses Jahr viel für den BVC gemacht haben, nochmal ehren als Verein, als BVC-Familie. Der eine ist ganz aktiv, ihr wisst es ja, wir bauen hinten gerade vier neue Fußballfelder. Wir haben die Nordwelle alle abgeschoben, also hier ist alles Baustelle im Park. Und einer ist da ganz sehr stark involviert und das ist unser Horst. Horst, vielen, vielen Dank für das, was du hier machst. Doch, ja, ist so, du brauchst das jetzt nicht so abtun, also er macht sehr viel. Er kommt aus dem Bau, du hattest, glaube ich, mal bei Über mal einen ganz tollen Lehrherrn als Chefingenieur, wenn ich das richtig weiß. Und wir haben uns überlegt, eine Kleinigkeit, ich war ja öfters bei dir zu Hause, du bist ja ein Freund von edlen Tropfen, ich glaube, hier kannst du was finden. Ja, schönen Dank. Danke, Horst. Fünf bis zehn Leute haben die Steine mitsammeln. Ja, hier sind fünf bis zehn Leute, Freiwillige brauchen wir jetzt. Und der zweite, der kann leider nicht hier sein, weil er mit seiner Familie Muttertag heute unterwegs ist, das ist Michael Weber. Und ich möchte euch den Grund nennen, warum wir ihn mitgehen. Er macht sehr viel, er hat Horst ja unterstützt im Bau, er hat also unzählige Stunden hinter auf der Baustelle verbracht. Und der Grund, warum wir das alles machen und so viel Geld in die Hand nehmen und auch hinten investieren, sind unsere Kinder und unsere Jugend. Und ich möchte das einmal ganz kurz, die Zeit muss sein, erzählen. Gestern ist zum einen unsere A-Jugend aufgestanden, die aufgestiegen in die Niedersachsenliga. Herzlichen Glückwunsch! Und Michael, alter BVCler, hat mal hier Landesliga in der zweiten gespielt, ist mit seinem Sohn jetzt hier, hat die Jugend übernommen, den Bambini-Bereich. Wir sind angefangen ganz klein mit fünf ehrenamtlichen Leuten. Heute haben wir zum Beispiel eine D-Jugend, wir sind angefangen damals im Sommer mit 8. Jetzt sind es 28 und 2 D-Jugend, 3 F und was hier alles los ist, ich habe das mal überschlagen mit Dieter Becker zusammen. Wir haben heute im Kinderbereich und Jugendbereich 250 spielende Kinder und Jugendliche. Das ist also schon ganz toll. Geleistet wurden und es ist alleine im Bambini-Bereich sind es von mittlerweile 15 ehrenamtliche Betreuer und Kinder. Und was ich auch ganz toll finde, wir haben, weil ich sage das immer, das ist ein toller Baustein, um Leute zu integrieren, 40 Flüchtlingskinder, die sind im Sommer angefangen, da hatten wir noch einen Dolmetscher, die sprechen heute ohne Akzent fließend Deutsch. Also was da geliefert wurde, ist ganz, ganz tolle und klasse Arbeit. Wir brauchen die Plätze, die vier Plätze hinten, sonst können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Dankeschön auch an Stadt und Verwaltung, die uns so toll unterstützen. Michael ist leider nicht da, er wird ein ganz tolles Trikot bekommen vom BVC. Ich zeige das mal einmal. Wir sind ja im Jugendbereich, weil wir so gut sind. Ich sage das jetzt einfach mal, brutale Typen. Er kriegt ein T-Shirt entsprechend mit dem BVC drauf. Leider ist Michi nicht hier, aber auch an Michi, er wird es ja dann sehen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was mitgenommen, weil unsere Jugend, das Ganze kostet auch Geld. Wenn der ein oder andere nochmal sagt, ja, das interessiert uns, wir wollen das fördern und unterstützen. Könnt ihr mich jederzeit ansprechen, alle anderen im Vorstand, das Geld kommt an. Vielen, vielen Dank.